Hallo liebe Damen und Herren, mein Name ist Genny Orme Wagner und ich werde euch, erstmal muss man das wegmachen, heute meine neue Map-Vorstellung machen, die viel besser als eine Stadt ist, weil Städte kann ich überhaupt nicht bauen, gut bauen, auch Geschäfte eher weniger, aber bei den Geschäften habe ich auch kein Problem. Wir haben eine Kirmes, International Carnival oder einfach Kirmes auch. Macht, die werden wir bestimmt auch einfach hier mal umsetzen, ne? So, hier oben haben wir ein Corona-Fledermaus da. Wie weg, du Corona. Ja, Corona-Fledermaus fliegt jetzt weg. Hier haben wir einmal haben wir diesen Autoscooter von Breuer. Der Autoscooter von Breuer ist ein Schausteller von Aachen und ja, wir haben auch Schausteller Aachen. Jetzt einmal Alphabet. So, dann kommt Lamberts, ein Unternehmen in Aachen. So sieht man schöne Leerräume. Ja, aber Lamberts hat erst, wenn Weihnachtssaison, also jetzt Weihnachtskochsaison ist, erst am 2.10. bis zum 6.1. von 10 bis 18 Uhr. Ja, weil so, das habe ich so entschieden. Hier haben wir Lind und Sprüngli, auch ein sehr bekanntes Geschäft. Die Deutschen kennen das bestimmt in Schweiz. Oh, ich weiß nicht, wie in Österreich oder Austria ist. Lind and Spoonly ist Big Label in Germany. Er ist Chocolate Label and Lamberts ist Brinton and Chocolate Label in Germany im Headquarter ist in Aachen. Shopping Time ist on 6 open it 10 acting hour on Mondays to Saturday. Yeah, this is Autoscooter Breuer and Schausteller. This is Showmaster. Ich weiß jetzt nicht auf Deutsch, Englisch. Schausteller muss ich nochmal googeln, wie es heißt. Showmaster vom Aachen. Hier steht auch Stay Home, also Stay Home in Corona Virus. Deswegen steht auch Stay Home wegen Coronavirus. Ja. Mein Englisch ist nicht gut, das weiß ich. So, this is a cash. Hier ist die Kasse. Hier kann der Schriftsteller muss ja, auflehnen. Oh, da bin ich ja. So, liebe Leute, das hier haben wir die Marktstände. Also das ist jetzt so A. Oh, da habe ich was vertauscht, aber egal. Die Alakabere sollte dahin, der A sollte woanders hin.
Da muss ich einmal das verbessern. Auf jeden Fall, die Alaka-Beere ist eine Beere, sagt man auch arktische Primbeere oder Brombeere auch gesagt. Und die ist ich möchte aber das rausholen. So, die ist in North Sweden. Ich weiß jetzt, Strawberry im Nordic. Alakaberry ist Strawberry. Arctic Strawberry in Sweden and Norway. Dieses Market stand yes, daneben haben wir jetzt den A, der Orfisch, Orfisch, weiß nicht, wie auf Englisch A heißt, oder? Kann man auch irgendwann googeln. Orfisch ist Mitteleuropäisch, Delikatesse, und in Germany kitchen as auch Delikatesse. Dieses Allstand. Ja, hier ist die Aalmarktstand und ist ein mitteleuropäischer Delikatesse, auch in der deutschen Küche bekannt. Ja, dann kommen wir zu der Johannisbeere. Johannisbeere, weiß ich jetzt nicht, wie die heißt jetzt auf Englisch. Auf jeden Fall, Johannisbeere, Englisch. Steht nicht alles auf Englisch. Alakaberry is not berry, Alakaberry is a nuts fruits. Ja, die Alakaberry, da habe ich ja noch vergessen, die Alakaberry ist keine Beere, sondern ein Nussgewächs, Nussfrucht. So wie die Erdbeere ist auch eine Nussfrucht. So, dann haben wir die Johannisbeere. Bestimmt. Ich sage jetzt aber Johannisberry. Johannisberry ist not Johannisberry. Not good English. Johannisberry ist is a berry, is a berry fruit. Export in to 10 ex greatest export lands. I know five or seven or six Aserbaidschan, Netherlands, Netherlands oder Netherlands, Russia, Aserbaidschan, Germany, Russia habe ich auch, Ukraine und Poland. Auf jeden Fall die fünf, also es gibt die eine, den paar sind jetzt 10 größten Länder dabei. Es ist auf jeden Fall die Niederlande mal ist auf Platz 10, dann Deutschland auf Platz 4, Aserbaidschan auf Platz 7 vermutlich.
weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall auf Platz 3 ist Polen. Nee, Ukraine. Ah, Ukraine. Ukraine ist auch ein Land, free place to export to Johannesberg. Dann haben wir noch die in Polen ist auf Platz 2 und auf Platz 1 ist auf Platz 1 ist auf jeden Fall der, da gucke ich da, ist Russland. Ja, Russland ist der größte Exporteur. Russia ist ein Big Exporteur of Johannesberry. Tonnen, also 550 Kilo export every years. So, dann haben wir jetzt, kommen wir jetzt wieder auf Deutschen. Jetzt brauchen wir jetzt nicht so gerade jetzt Englisch sprechen. Also an Schaustelle ist er ja nicht mehr. Kübler aus Schaustellen. Ach, Ahlen, die hatten mal alles gehabt, ne? Die hatten nicht alles gehabt. Auf jeden Fall den Kinderscooter hatten sie auf jeden Fall gehabt und ein nostalgisches Karussell. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und ja, und das ist hier auf jeden Fall eine von den zwei Weihnachtsbuden. Und ja, und hier sieht man auch, das ist auch ein Schild, gibt es von 19.11. bis zum 6.1. geöffnet. Sonntags bis Donnerstag 14 bis 22 Uhr, Freitag bis Samstag 14 bis 0 Uhr. Jetzt muss ich jetzt ein bisschen Englisch widersprechen. Aalräucherei. This is a smoking, all fish smoking. All fish smoking ist die all this words to say smoking this is Germans eatings All Soup, Hamburgers, All Soup, All Briquettes, Smoking All. This is a Echerhof ist auch Aachener Kitchen, das ist so circa 'Sauerbraten', 'Mariamus', 'Mariamus' ist Carrots with Kartoffel, Brei, Kartoffel, nicht Kartoffel, 'Mariamus' ist Carrots with Potato and Spare Ribs or Bratwurst. In
German bratwurst and English sausage. Is a much to eating. It's not for every man's description. Dann kommen wir mal wieder zurück zum Deutschen. Dann brauche ich es jetzt wieder. Was ich gerade erzählt habe, hier an der Aalräucherei gibt es also zum Beispiel Hamburger Aalsuppe, bla bla bla. Hier habe ich auch das ist hier der Aal geräuchert wird. Und hier Öcherhof, eine Aachener Küche ist mit Marie Möss, Kartoffelbrei, ich weiß auch nicht, wie es auf Englisch heißt. Habe ich jetzt Kartoffeln mit Möhren gesagt. Ein Sauerbraten gibt es dort, ja, und Bratwurst, das so. Und dann wollte ich ja jetzt gerade nur Deutsch sprechen. Hier haben wir, habe ich auch noch einen kleinen Baum hier hinter gepflanzt. So gut für die Natur. So, und ja. Hier haben wir einen süßen Mandeln von Kübler, den Schausteller Kübler. Und ja, so, dann haben wir auch noch vier andere. Dann haben wir hier einmal, schaffen wir das 20 Minuten? Ja, das schaffen wir. Dann haben wir die Weihnachtsküche von Kübler. Also eigentlich heißen die auch anders, auch die beiden Süßwaren sind bestimmt anders, habe ich jetzt aber auch nichts Genaues gefunden. Hier die Weihnachtsstände haben von 19.11. zum 6.1. dieses Jahr geöffnet. Wenn ich dieses Jahr erst am 19.11. die Türen schließen. So, wenn es jetzt zum Beispiel einen Saft, also jetzt so sagen kann, wenn jetzt Weihnachtszeit, also jetzt der Donnerstag vor Toten Sonntag haben jetzt die meisten Weihnachtsmärkte geöffnet. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, aber mein Kopf haben die auf jeden Fall hier geöffnet. Geschäfte kommt
Und da hinten ist das Spielwagen von, ja, Spielwagen von Kübler. Ja, und da, ja, und das wird dann auch ganz, also ich habe es schon gezählt. Also wenn das nächste Mal ist, 25 oder 26 Stück, vermutlicherweise 25. Ja, jetzt hier insgesamt haben wir 25, 15 Stück hier stehen. Hier haben wir schon aufgebaut, ja, und hier wird die Marktlücke. Und wenn vielleicht nächstes Mal ist, ist schon der Baum gewachsen. Ja, und wenn es euch das Video gefällt, liken, wenn es euch nicht gefällt, ein Dislike und wenn es ja, ist okay. Wenn es euch nochmal wissen möchtet, Mensch, der Comedy mag und sehr lustig finde ich es auch nicht. Na? Na, willst du nur auf meine Maus gucken, ne? Ich wollte euch nochmal sagen, bitte bleibt zu Hause, dass alles wieder hier in Deutschland, in der ganzen Welt, alles in Ordnung ist. Ja. This video you like, a like me click. This is dot not you like, dot not like click. Once you what's your more now is this aber vergiss es einfach mit dem Englisch. Ich kann das nicht. Ich muss noch ein bisschen Englisch, also Englisch bin ich sehr schlecht. So, naja. Gut. Bleibt zu Hause. Ich wünsche euch gute Besserung. Ja. Bis zum nächsten Mal. Euer René Ungerberg.